Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Ludwig. Ja, ihr Lieben, nachdem wir so ein bisschen Probleme hatten, den Durchgang zu finden, um hier runter in die Wüstenebene zu kommen, haben wir es dann doch tatsächlich geschafft und haben da auch gleich einige Aufträge. Wir müssen nämlich, ja, was müssen wir machen? Ich will gucken nochmal, wir haben Folgendes zu tun. Wir müssen die Stromversorgung dieses Gebiets untersuchen und wir müssen das Blockart untersuchen. Naja, weil das müssen wir nämlich reparieren. So, wir müssen nämlich den Verlorenen, denen müssen wir helfen, damit die uns helfen. Aber jetzt gucken wir erstmal noch den Zusatzauftrag an. Wahrscheinlich sammeln wir wieder Infoquellen, bla bla bla. Genau. Ja, die sammeln wir. Genau. So. Wir suchen also alles, was wir irgendwie an Infofällen finden. So, da ist schon mal gleich eine Tagebuchseite. Da haben wir einen Akkumulator. Den werden wir vielleicht für dieses Biocard gebrauchen können, könnte ich mir vorstellen. So, dann gucken wir uns mal hier ganz kurz um, was wir sonst noch so finden. Da haben wir noch einen Auftrag und ein Tools Magazine. Wunderbar, nehmen wir mit. So, und jetzt Infoquellen. Ah, ich könnte auch in dieser Umgebung nach Tools Magazine suchen, um meine Werkzeuge zu verbessern. Richtig, Ludi. Wenn ich noch Zeit finde, werde ich mich danach umsehen. Wunderbar. So, müssen wir eh mal gucken, was wir eigentlich noch mit dem Werkzeugbau machen können. Mal gucken, wir haben ja jetzt ein paar Tools Magazines. Vielleicht können wir dann doch noch das eine oder andere, was irgendwie sinnig ist, verbessern. Mit den Füßen hatten wir noch nicht ganz so viel. Da können wir mal gucken. Weil er erzeugt ja eigentlich, wenn er latscht, erzeugt er Energie. Hier die Füße. Genau, das könnten wir noch verbessern. Was haben wir noch? Ein Decoder. Antenne. Ich denke, wir versuchen mal ein bisschen diese Füße. Hallo? Wieso kann ich die jetzt nicht verbessern? Hallo? Kuckuck. Jetzt nervt mich das Programm wieder. Ludi, das versuchen wir jetzt nochmal. Also gut. Nochmal Werkzeugbau. Genau. Füße. Hallo? Pläne. Können wir es nicht verbessern? Außer Doofi. Level 1. Ich kann es nicht verbessern. Was ist mit dem Decoder? Den können wir zu Stufe 4 verbessern. Das machen wir auch. Jo. Navi-Modul. Das haben wir schon volle Pulle. Antenne. Die verbessern wir auch noch. Genau. Ich glaube, dass wir uns das erlauben können, weil über kurz oder lang brauchen wir wahrscheinlich auch irgendetwas, was es uns ermöglicht. Was es uns ermöglicht, hier in dieser Wüste Energie zu produzieren. Wir können mal ganz kurz gucken, ob Wind geht, aber es sieht nicht so aus. Egal. Ah, Energiequelle benutzen. Wunderbar, dann benutzen wir die erstmal, dann laden wir uns wieder auf. Das ist sehr schön, Ludi. Das löst nämlich eins unserer Probleme. Ja, ich weiß, Jolina. Genau, das löst nämlich unser Problem mit der Energie. So, dann gehen wir mal gucken. Funkspruch benutzen. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt, guck mal, da sind schon Sonnenkollektoren. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt so ein Ding bauen für uns. Das wäre eine gute Idee, weil dann sind wir nämlich unabhängig. Heilige Brechstange. Also wie es aussieht, wurde das Kraftwerk durch einen herabfallenden Felsen beschädigt. Ludi, Hauptsache der Felsen war es und nicht wir. Ja, wir sind auch runtergefallen, ich weiß. Okay. Herr Ludwig, das ist eine Photovoltaikanlage. Sie wandelt Sonnenlicht in Energie um. Glauben Sie, Sie bekommen die hin? Peanuts, seit ich auf dieser Mission bin, habe ich mindestens 1283 Anlagen repariert. Ich muss diese hier aber erst analysieren. Mein Freund möchte sie darüber sicher so einiges wissen. Geben Sie mir kurz Zeit und das Ding läuft. Ja, jetzt dürfen wir also wieder eine Analyse machen. So. Die große Frage, wie nennt man eine netzunabhängige Bauart von Energieerzeugern? Wirkungsgrad, Inselanlage, elektrische Energie. Na, es dürfte ja wohl wahrscheinlich eine Inselanlage sein. Okay, dann können wir gerade mal weiter. Jetzt gehen wir erstmal in die Wissensdatenbank und gucken uns mal die Inselanlage an. Wobei ich ja schon vermute, was es sein könnte. Photovoltaikanlagen, die nicht an das öffentliche Netz angebunden sind und den Strom direkt über die Solarzellen oder zwischengespeicherte Akkus nutzen. Netzunabhängige Photovoltaikanlagen, meine Güte, mit Energiespeicher werden zum Betrieb von Verbrauchern ohne Anschluss an das öffentliche Stromnetz eingesetzt.
Zusätzlich zu den Solarmodulen wird hier als wichtigstes Element ein Akkumulator verwendet, in dem der tagsüber erzeugte Solarstrom gespeichert wird. Allerdings sind Akkumulatoren teuer und empfindlich gegenüber Ladung und Tiefenentladung. Deshalb müssen Sie neben dem Akku in solchen Anlagen auch noch zusätzliche elektrische Geräte zum Überladeschutz und zum Tiefladeschutz eingesetzt werden. Der Einsatz solcher Anlagen bietet sich beispielsweise zur Elektrifizierung von Wochenendhäusern an, die nicht an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen sind. Im öffentlichen Bereich werden solche Anlagen für den Betrieb von zum Beispiel Parkautomaten oder Notrufsäulen etc. eingesetzt. Raumfahrt und Satelliten wären ohne Solarstrom mit Speicherung nicht denkbar. Der Gleichstrom des Akkus kann durch Einsatz eines Wechselrichters auch in Wechselstrom umgewandelt werden, sodass damit auch herkömmliche 220 Volt Elektrogeräte ohne Umbau angeschlossen werden können. Wunderbar! Also, das ist doch schon mal was wert. Dann gehen wir mal das nächste hier analysieren. Da haben wir ja noch Ebbis. Dann gucken wir mal. Ich vermute mal, dass es hier um die Sonnenkollektoren geht. Lass gucken. Spannung. Welches Bauteil ist beschädigt und muss ersetzt werden? Chemische Energie, Solarzelle. Na, es kann ja bloß die Solarzelle sein. Oder? Also der Heißluftballon ist es sicherlich nicht. Mhm. So, dann gucken wir mal. Ah, Brechstange. Meine Black Mesa ist da. So. Okay. Wissensdatenbank. Solarzelle. Dann gucken wir mal, was die eigentlich so macht. Eine Solarzelle ist eine spezielle, großflächige Halbleiterdiode, die auf die Ausbeute von einfallendem Sonnenlicht optimiert ist und dadurch elektrischen Gleichstrom liefert. Die gute die. Die Solarzelle besteht meist aus dem Grundmaterial Silizium, das durch die sogenannte Dotierung mit Bor bzw. Phosphor in zwei Schichten, P- bzw. N-Schicht, mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften unterteilt wird und so zur Diode wird. Im Unterschied zur normalen Halbleiterdiode, wie sie in elektronischen Schaltungen und Gleichrichtern vorkommt, ist die Solarzelle auf die Ausbeutung von einfallendem Sonnenlicht optimiert. Zu diesem Zweck wird sie möglichst großflächig hergestellt. Der sogenannte PN-Übergang liegt hier nur knapp unter der Sonnenstrahlung ausgesetzten Oberfläche. Am PN-Übergang baut sich ein elektrisches Feld auf, das auf freie, im Material bewegliche Ladungsträger eine Sogwirkung ausübt. Die Photonen-Lichtenergiepakete des einfallenden Sonnenlichts dringen in das Zellmaterial ein und produzieren nun in der Umgebung des PN-Übergangs solche freien Ladungsträger, Elektronen und Löcher, die vom inneren Feld getrennt und an die elektrischen Anschlusskontakte auf der Unterseite und an der Oberseite der Zelle getrieben werden und dort für die Nutzung in einem äußeren Stromkreis zur Verfügung stehen. Pro Zelle ergibt sich eine nutzbare Spannung von 0,5 bis 0,6 Volt, die durch Serienschaltung mehrerer Zellen auf beliebige Werte erhöht werden kann. Die Produktionsrate der freien Ladungsträger wächst proportional zur Intensität der Sonneneinstrahlung. Die Energie der Photonen wird zu etwa 15% in elektrische Energie umgesetzt. Der Rest erwärmt die Solarzelle und wird durch Wärmetransportprozesse an die Umgebung abgegeben. Pro Kubikdezimeter Zellenfläche können bis zu 2,5 Ampere Solarstrom und damit ca. 1,5 Watt elektrische Spitzenleistung erwartet werden. Bei maximaler Sonneneinstrahlung von 1000 Watt pro Quadratmeter. Wow, das finde ich ganz schön teuflisch. Wer lässt sich sowas einfallen? Ich kann es nur endlos bewundern. Never ever wäre ich jemals auf solche Dinge gekommen. So, jetzt nehmen wir auch noch diese Tagebuchseite mit. Und wenn ich es richtig sehe, sollten wir da jetzt was reparieren. Dann gehen wir mal hin und gucken, ob wir irgendwas haben, mit dem wir das reparieren können. PV-Anlage sieht kaputt aus, ja. Wir kombinieren das mal mit dem Akkumulator. Nein, kann ich nicht. Da haben wir doch Solarpanel, auch nicht. Positionslichter wohl kaum. Also wir haben noch nichts, mit dem wir das kombinieren können. Das ist schade, dann gucken wir da nochmal so ein bisschen rum. Vielleicht haben wir noch irgendwas gesehen. Übersehen meine ich. Jetzt laufen wir da mal runter. Schön gesittet. Nicht so wie in der letzten Folge. Ja, Jolina, da hast du mich vielleicht um die Gegend gejagt. Ja, das stimmt. Ich habe einfach diese blöde Höhle nicht gesehen. Wie kann man nur die Höhle übersehen? Ach Mensch, das passiert halt. Eieiei, Jolina. Was liegt da? So.
Eigentlich haben wir ja nicht so schrecklich viel Zeit. Ja, da hast du recht, haben wir nicht, aber trotzdem müssen wir uns hier mal erstmal alles in Ruhe angucken. Weil da oben liegt nichts mehr und irgendetwas brauchen wir. Du willst doch wohl nicht mit Black Mesa da rangehen, oder? Nee. Er setzte das beschädigte Solarpanel der PV-Anlage. Ja, also, jetzt reden wir mal hier. Vergessene, bitte komm, ich stehe hier vor einem Wüstenfahrzeug mit Segel. Herr Ludwig, das ist der Blowcart. Es fährt mit Sonnen- oder Windenergie. Allerdings herrscht hier fast überall Windstille. Sie sind somit auf Sonnenenergie angewiesen. Gut, die Sonne scheint ja. Ja, aber der Elektromotor benötigt mehr Energie, als die Solarzellen liefern. Aber hätten Sie das nicht früher sagen können, dann wäre ich doch besser mit dem Drachenflieger. Hören Sie zu, die Solarzellen erhöhen die Reichweite, indem sie die Energiespeicher des Blowcards aufladen. Finden Sie heraus, welchen Speicher Sie einbauen müssen. Das sind ja dürftige Informationen. Sie wissen doch viel mehr über diese Technik, als Sie sagen. Also was muss ich tun? Wir wissen nichts darüber. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Technik bringt Unglück. Die Menschen hätten dadurch die Erde fast zerstört. Dennoch haben Sie den Energiespeicher eingebaut, laden Sie ihn mit der Solarladestation auf. Dazu muss die Solaranlage wieder funktionieren. Nee, schon gut. Ich melde mich. Ludwig Ende. Also gut, wir kommen nicht um diese Solaranlage rum. Jetzt gucken wir trotzdem nochmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Nein, wir können es analysieren. Das ist doch auch schon mal was wert. Dann gucken wir. Worin wird beim Blowcard die gewonnene Solarenergie gespeichert? Ja, es kann eigentlich nur ein Akku sein. Ja, genau. Also Akku ist immer gut zur Speicherung von Energie. Neue Anwendung Akku. Dann gucken wir mal an, was ein Akku macht. Es ist spannend, Jolina. So viel gelernt. Naja, Ludwig, mir schwirrt der Kopf. Ja, mag sein. Ein Akku ist ein wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie. Ein Akku bzw. Akkumulator, Sekundärzelle, ist ein wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis und damit eine Ausführungsform galvanischer Zellen. Zur Herstellung der benötigten Spannung werden in einem Akku meist mehrere Akkuzellen in Reihe geschaltet. In einem Akkumulator wird beim Aufladen elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt. Wird ein Verbraucher angeschlossen, so wird die chemische Energie wieder in elektrische Energie zurückgewandelt. Ah, schau mal einer an. Für viele Anwendungen, insbesondere für mobile Geräte oder auch Fahrzeuge, ist die Energiedichte wichtig. Je höher diese ist, desto mehr Energie kann in einem Akku je Masseneinheit gespeichert werden. Bei gleicher Temperatur weisen herkömmliche Akkumulatoren nur ca. ein Viertel bis Hälfte der Energiedichte gegenüber Batterien Primärzellen auf. Bei 30 Grad Celsius liegen übliche Akkumulatoren knapp unter 200 Watt-Kilogramm. Akkus mit besonders hoher Energiedichte sind überproportional teuer und haben insbesondere eine beschränkte Lebensdauer. So kosten Bleiakkus typischerweise 100 Euro pro Kilowattstunde. Li-Ion-Akkus dagegen typischerweise 1000 Euro pro Kilowattstunde. Beim Aufladen und Entladen von Akkumulatoren wird Wärme freigesetzt, wodurch ein Teil der zum Aufladen aufgewandten Energie verloren geht. Das Verhältnis der entnehmbaren bis zu der beim Laden aufzuwendenden Energie wird als Ladewirkungsgrad bezeichnet. Generell sinkt der Ladewirkungsgrad sowohl durch Schnellladung als auch durch schnelle Entladung. Typische Akkus sind der Bleiakku, Autobatterien, Nickel-Cadmium, Lithium-Ionen, Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Leute, ich hatte Chemie-LK, nur so zur Info. Die Ladungsmenge, die ein Akkumulator speichern kann, wird in Amperestunden angegeben und als Akkukapazität Nennkapazität bezeichnet. Damit kann näherungsweise ein Verbraucher mit der Stromstärke über Stunden betrieben werden. Wird ein Akku nicht verwendet, so verliert er über die Zeit einen Teil seiner gespeicherten Energie. Diesen Vorgang nennt man Selbstentladung. Die Selbstentladung hängt vom Typ und Alter des Akkus sowie von der Lagertemperatur ab. Zum Beispiel Bleisäure-Akku, Ladezustand 100%, möglichst kühl lagern. Selbstentladung monatlich 5-10%. Einsatzgeräte, gut, ich glaube, das ist uns völlig klar. Der am häufigsten für Solarbatterien verwendete Akkutyp ist der Bleiakku. Für seinen Einsatz spricht der geringe Preis pro speicherbare Energiemenge, die erreichbare Wartungsfreiheit, die geringe Selbstentladung und der vergleichsweise hohe Wirkungsgrad von 80%.
Solar-Blei-Akkumulatoren sind optimiert auf eine besonders hohe Lebensdauer. Zyklenfestigkeit und das Verhalten bei tiefer Entladung. Wauchi! Meine Güte, Ludwig, hast du das gespeichert? Ja, Jolina, ich hab's gespeichert. Und jetzt guck mal, jetzt können wir hier noch weitermachen. Ja, warte mal, da ist doch noch. Geh mal hier rein und jetzt die Antenne musst du dann... Genau, was haben wir jetzt noch? Auf Basis welchen Prinzips funktionieren die Dinger? Na, auf Elektrochemie. So. Das hat er uns ja gerade erklärt. So. Und jetzt haben wir also... Ne, so, jetzt genau. Jetzt müssen wir da hoch und dann eben doch dieses beschädigte Sonnenpanel austauschen. Vielleicht musst du doch mit Black Mesa ran. Das lag da ja so. Die leere Batterie nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, wozu was wir es brauchen können. Jetzt gehen wir da nochmal hoch, Ludi. Ja, ich weiß, ich versuch's jetzt einfach mal mit Black Mesa und hau da mal auf dieses sowieso schon kaputte Panel drauf. Dann kann man vielleicht das Neue einsetzen, weil, guck mal, das Neue kann man ja erst einsetzen, wenn das Alte irgendwie so völlig draußen ist. Genau, nimm Black Mesa. Siehste, hast du gut gemacht. Ehrlich. So, und jetzt nimmst du das Sonnenpanel. Boah, supi. So, das hätten wir. Nicht unpraktisch, so. Sowas. Ich glaube, ich nehme mir so eine kleine Solarzelle mit. Mal sehen, ob ich dafür irgendwo einen Anschluss finde. Eine kleine Solarzelle mitnehmen. Aha. So. Eine kleine Solarzelle mitnehmen. Wo kriegst du die jetzt her, mein Lieber? Ich weiß nicht. Ja, da war was. Da war was. Wissensdatenbank. Wissensdatenbank. Ups. Da, leere Batterie aufsammeln. Die nehmen wir jetzt auch mit. Und jetzt, wo kriege ich so ein Ding her? Jolina? Jolina weiß es nicht. Okay. Ludi, hast du so ein Ding jetzt mitgenommen? Nee, Jolina. Gut. Jetzt gehen wir nach unten und bauen einfach mal den Akku in dieses Teil ein. Also langsam wird es ja Zeit. Ne? Die Physis, die kommt ja immer näher und irgendwo muss die landen. Und da müssen wir noch hin. So, jetzt können wir da was schon bauen. Das ist schon mal supi. So, also. Dann kombinieren wir das mit, tja, mit dem Akkumulator. Völlig klar. Und jetzt... Ludi wird's wahrscheinlich sehr lustig. Ja, ich weiß, Jolina, jetzt müssen wir mit dem Ding fahren. Genau, das ist, wird ein Drama werden. Das kann lustig werden. Okay, so. Fahren wir jetzt mit dem Ding irgendwo hin? Eine harte Landung, so, das haben wir jetzt gemacht. Finde das Werkzeug Solarzelle. Das haben wir noch nicht gefunden, also laufen wir hier noch so ein bisschen in der Gegend rum. Das fehlt uns noch. Da haben wir eine Festplatte. Auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir noch diese Solarzelle finden, Ludi. Du, wie sieht denn so ein Ding aus, Jolina? Du, ich habe keine Ahnung, aber warte, ich mache hier mal zu. Vielleicht ist die irgendwo da runtergefallen. Uns fehlen ja auch noch Tool-Magazines. Das hat vorhin, als es da um das Zeug ging, die hat es irgendwie auf das Dach gezeigt. Sollen wir mal da mal hochgehen zu dem Dach, Jolina? Nee, lass uns hier einmal rumlaufen. Oh Mensch, langweilig. Außerdem ist es heiß. Meinst du wirklich, dass es auf dem Dach sein könnte? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auf dem Dach ist, siehst du? Diese Wüste scheint ja endlos zu sein. Es ist wohl besser, wenn ich zurückgehe. Also gut, dann schickt er uns wieder zurück. Dann können wir da noch nicht weiter. Dann gehen wir mal gucken. Speicherpunkt benutzen. Kannst du da hochhüpfen? Komm, wir gehen noch mal gucken. Komm, hüpf mal hoch, Ludi. Upsa, jetzt geht die Hüpferei wieder los. Du weißt doch, wie es geht. Also komm, hüpfen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Was wir mitnehmen können. Solar aufsammeln. Haha, siehst du? So, wir haben eine Solarzelle. Wunderbar, sehr schön gemacht. Du bist gut, Ludi. Ah, ach Gott, bist du schick. Guck, ach Gott, Junge, bist du schick. Nee. Oh, neue Aufgabe, lade den Akku mit der Ladestation. Die steht da unten. Meine Güte, Ludwig, was bist du schick. Halleluja. Also, man sollte dir wirklich einen Spiegel geben. Hey, Jolina, was habe ich denn da jetzt? Du hast da jetzt so ein kleines Hütchen. Jetzt hast du neben deiner Windenergie, kannst du da Sonnenenergie sammeln. Wollen wir mal gucken, ob wir das ein bisschen verbessern können? Ja, das gucken wir jetzt gleich mal. Warte mal, Werkzeugbau. Weil ein Tool-Magazins haben wir. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, ist da Solarzelle. Guck mal, wir verbessern das auf Stufe 2.
Dann haben wir schon 50% und dann machen wir es auf Stufe 3 und wir machen es gleich auf Stufe 4. So, jetzt gewinnst du 100% Energie aus dem Ding. Aber wir hätten es doch aufladen sollen. Nein, genau. Wir müssen es jetzt aufladen. Da müssen wir jetzt unbedingt so... Warte mal, aktivier's mal. So, schön aktivieren. Ja, sehr schön. So, aber den Wind, doch, den lassen wir jetzt einfach mal. Und jetzt laden wir das da unten auf. Und ich hoffe mal, dass wir dann mit dem Kart irgendwo hinfahren können. Oh, Jolina, fahren. Ja, vielleicht fährt das Programm wieder für uns. Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee. So, jetzt laden wir hier auf, Schaltkreis benutzen. Oh, da müssen wir wieder benötigt Reparatur. Ach was? Ha! Ludi, wenn wir wieder Freude haben. So, pass auf. Das schieben wir darüber. Das führen wir außenrum. Schön außenrum. Ich habe keine Ahnung, ob es hinhaut. Doch, das sieht gut aus. Das führen wir darum. Und das Blaue führen wir darum. Wunderbar, geschafft. Supi. So, jetzt aber. Sag mal, Jolina, wieso kannst du manche ohne Probleme und andere kannst du gar nicht? Ludwig, ich habe keine Ahnung. So, jetzt laden wir also diesen Akku auf. Jetzt können wir hier gleich mit diesem Kart losfahren. So, der Akku ist im Blue-Kart, ist aufgeladen. Mhm. Ah, Sie haben es geschafft. Gut so. Danke, dass Sie das Solarkraftwerk repariert haben. Besagtes Gebiet liegt 8 Kilometer im Süden. Wir haben die Koordinaten übertragen. Melden Sie sich, wenn Sie dort sind. Danke. Wird dort der Funkempfang wieder besser sein? Oh, keine Antwort. Ja, wunderbar. Hallo? Das können wir, das wissen wir noch nicht. Gute Reise. Hm, aber Sie sind doch wie... Ach, vergessen Sie es. Später, ich brauche noch einen Eintrag zu dieser Solarenergie. Autotronik wird wissen wollen, wo diese Energiequelle genutzt werden kann. Ludwig Ende. Aha. So, dann gehen wir also nochmal analysieren, gucken, was es uns heute sagt und dann fahren wir das nächste Mal, würde ich denken. Oder wir fahren heute noch und gucken zumindest mal, wo wir landen. Mal gucken, wie lang der Text hier ist zu dieser Analyse. So, Antenne, wunderbar. Was habe ich mich da am Anfang angestellt? So, wovon hängt ein sinnvoller Einsatz von Solartechnik örtlich gesehen ab? Na, vom Wetter. Würde ich schon denken, oder? Ja, ne, neue Komponente Wetter. So, ich glaube, das brauchen wir nicht lesen, weil das wird ja, glaube ich, jedem klar sein. Das Wetter... Ja, fahre mit dem Bümer weiter in das Wüstental. Das machen wir jetzt. Dass es keinen Sinn macht, in einer ewig bewölkten, regnerischen Gegend Solarenergie, Solarkraftwerke zu bauen, wird ja wohl völlig klar sein. Also, ein bisschen Sonnenschein wäre schon nicht schlecht. So, jetzt fahren wir aber mit dem Go-Kart. Blo-Kart. Ah, wir müssen nicht selber fahren. Ludi, genießt die Fahrt 8 Kilometer durch die Wüste mit dem Sonnensegel. Wauchi. So, und dann gucken wir, wo wir landen und machen das nächste Mal weiter. Ja, das sieht natürlich irgendwie... Oh Gott, was ist denn das? Strommasten? Das sieht schon so ein bisschen traurig aus hier. Also, war das früher mal eine Stadt? Ach du grundgütiger Vergessene, könnt ihr mich hören? Laut und deutlich, wo sind Sie jetzt? Mitten im Nirgendwo, vor mir ein Tor, dahinter ein Sandsturm. Toll, was sagen Sie dazu? Was meinen Sie vor einem Tor? Wir wissen nichts von einem Tor. Entweder ich überhitze oder da steht ein Tor. Es sieht beschädigt aus, absichtlich beschädigt. Kommen Sie. Kommen Sie, Sie leben hier. Sie müssen wissen, was das hier ist. Herr Ludwig, wir wissen nicht, wovon Sie sprechen. Fahren Sie weiter, der Fahrtwind wird Ihre Wahrnehmung kühlen. Wir melden uns. Sind Sie noch bei Trost? Ich sehe es klar und deutlich. Hallo, empfangen Sie mich? Keine Antwort. Ja, wunderbar. Großartig. Ludwig an... Ach, vergesst es. Kein Wunder, dass man euch auch vergessen hat. Hm, gut, sehen wir uns die Sache genauer an. Genau, das machen wir aber das nächste Mal, weil offensichtlich haben wir nochmal ein kleines Hindernis auf unserem Weg. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.